was das letzte Mal geschah. So, ich glaube, Gammel Gertrud ist jetzt weg. Gammel Gertrud, wo bist du hin? Oh nein, Gammel Gertrud ist da. Oh. Gammel Gertrud, nein! So, ich hoffe, dass das jetzt halt wirklich ganz oben ist. Ansonsten weiß ich nicht, wo ich hin soll. Einmal rum. Weil auf dem Dach ist es ja halt eigentlich auch nicht, ne? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, ich hoffe, sie kommt nicht hoch. Ich kann mir jetzt aber auch irgendwie nicht vorstellen, dass es halt hier ist. Ist das jetzt das Dach? Lesesaal, Bibliothek, Bibliothek. Ah ja. Weil raus komme ich ja hier offensichtlich nicht. Tatsache, hier sind sie. Geil, 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 geil. Geh weg. Such dir Freunde. So, jetzt hoffe ich mal, dass dann die Heulsuse da unten jetzt mal Ruhe gibt, weil es kann ja nicht sein, die ist unhöflich, obwohl ich ihr helfe. Ne, jagt mich hier von einem Ort zum nächsten und pumpt mich da ran. Kann es ja nicht sein. Ich verurteile das zutiefst. Ja, geh mal runter. Mach das mal. Ja, morgen auch noch. Sie ist genau unter mir. Die alte Bürbel. Sie reagiert aber nicht so krass auf mich wie im ersten Teil. Wenn man da hier war und ich dann hier so normal rumgelaufen wäre, hätte der Typ mich gleich erkannt. Hier ist es ein bisschen gechillter. Bitte geh runter und nicht hoch. Bitte geh runter und nicht hoch. Oh, sie geht runter, geil. Hätte sie da überhaupt hochgehen können? Nee, ne? Hätte sie ja gar nicht. Mal gucken, ich muss zur 3,5 noch einen runter, okay. Ja, los, geh endlich weg. Jetzt hat sie mich gesehen. Sie hat mich gesehen. Sie hat mich gesehen. Wow. Hä? Nein. Au. Hä? Ist das nicht der Raum 3,5 gewesen? Bestimmt, weil sie hinterher kam. Dann zählt das wohl nicht, oder was?
Nicht, dass ich jetzt den blöden Geist noch suchen muss. Da habe ich ja gar keinen Nerv zu. Ich hoffe, dass das jetzt nur war, weil die hinter mir war. Alles andere wäre echt beschissen. Wie viel Film habe ich noch? Zwei. Hä, sie ist gar nicht mehr da. Okay, warte mal, was hat das letzte Dokument gesagt? Hast du ein Lehrerziel, das ich auf dem Dach geraucht habe? Hol erstmal die Zigaretten, die ich am Zaun auf dem Dach versteckt habe. Weil ich am Zaun auf dem Dach, nein, das lag auf der Heizung. Dann kannst du nach dem Unterricht zu mir kommen. Na, jetzt bin ich verwirrt, die war doch hier drin. Die Zigaretten habe ich doch, ja. Bring die Zigaretten. Aber warum ist sie denn nicht mehr hier? Das war doch der Klassenraum 3.5. Warte mal, jetzt bin ich gerade kurz verwirrt. Was stand noch auf den anderen Zetteln? Wieso ist sie denn nicht mehr hier? Wann ist denn nach dem Unterricht und wo finde ich sie denn dann? Ja. Geh mir nicht auf die Nerven. Sie würde ja jetzt wohl nicht im Okkultismus-Club oder so sein. Hä, weil wo finde ich die denn jetzt danach? Hä? Ich bin ernsthaft verwirrt, ne? Also, das ist jetzt so, hä? Bring die nach dem Unterricht zu mir. Ja, wann ist denn nach dem Unterricht? Also, wir sind ja jetzt schon nach dem Unterricht. Oh Mann. Die ist halt einfach nicht mehr hier. Ich bin voll verwirrt. Könnte ich sie denn jetzt nach dem Unterricht finden? Oder will sie jetzt auf dem Dach rauchen? Komme ich hier rüber aufs Dach? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier hatte ich mich sowieso noch gar nicht überall umgeguckt. Vielleicht sollte ich das denn erstmal tun. Ich habe echt keinen Plan, weil ich halt nicht weiß, wo ich hin soll. Okay, höher geht nicht. Lass mich raus! Ja, auf dem Dach. Siehst du, jetzt weiß ich, was das hier ist. Auf dem Dach. Das in der Mitte, das ist doch der komische Swimmingpool. Hier ging es doch nur wieder zurück, ne? Ja. Zurück wollen wir ja erstmal zumindest nicht. Vielleicht aber auch doch. Ich meine, ich habe ja den roten Talisman.
Und ich glaube, den roten Talisman, den musste ich im anderen Gebäude benutzen. Vielleicht ist das ja das Rätsel. Ich habe echt keinen Plan. Chipkarten habe ich ja auch keine. Ich werde es einfach mal riskieren und wieder zurückgehen. Alter. Völlig merkwürdig. Ich habe halt nur gar keine Ahnung mehr. Irgendwo war halt noch so eine verschlossene Tür, ne? Ich weiß halt nur gar nicht mehr wo. Leider zeigt einem das Spiel das ja auch nicht an. Na, gucken wir mal. Yay! Fröhliches Rumsuchen. Wow! Das habe ich am liebsten. Irgendwie ist mir halt so, als wäre das auch eigentlich. Auf dem Flur gewesen, aber vielleicht täusche ich mich auch. Es wird ein steiniger Weg. Ach nee. Hier ist die wieder am Start. Mega nervig. Kannst du das aufgrund der. Warte. Jetzt bin ich ja mal richtig verwirrt. Das verstehe ich gerade nicht ganz. Ich habe die Kippen. Warum war der Geist nicht mehr da? Weil man kriegt ja dann auch so gar keinen weiteren Hinweis, bis auf diesen Talisman. Aber wer weiß, vielleicht mache ich hier gerade auch voll den Fehler und müsste das eigentlich gar nicht. Durchlaufen. Ich weiß, dass man hier irgendwo noch eine Tür hatte, wo immer ein Talisman war, aber ich weiß leider nicht mehr wo. Interessanterweise schränkt das Spiel mich aber auch ein, also, Alter, bist du bescheuert? Gott, mit dir habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Meine Fresse. Hier ging es jetzt nicht weiter. Hey, hier komme ich halt auch gar nicht weiter. Das macht doch gar keinen Sinn. Lass mich raus. Ich verstehe es nicht. Ich hätte wahrscheinlich nie zurückgedrückt. Aber wo denn jetzt hin? Ich verstehe es noch nicht.
Hello, hier bin ich wieder. It's me. Oder so. Dann wisst ihr, was ich auch nicht verstehe? Warum sagt er mir denn hier so, ich könnte was benutzen? Ich habe doch gar nichts, was ich benutzen kann. Weil das sagt er mir jetzt zum Beispiel bei den gelben Türen halt nicht, ne? Schwierig, schwierig. Ich meine, ich gehe jetzt alle Räume noch mal durch. Vielleicht sitzt die ja jetzt in einem anderen. Verstehen tue ich es nicht. Hier ist sie jedenfalls nicht. Was soll ich machen, war? Dann gehe ich halt noch mal überall durch. Das ist der Dank. Ich bringe ihr Essen. Und was ist der Dank? Die ist halt auch noch da. Toll. Warum zeigt er mir das hier mal an? Ich habe keine blaue Karte, obwohl mir irgendwie auch so war, als hätte ich eigentlich eine. Ich wollte es nur nicht sagen. Sie sitzt definitiv nicht mehr hier. Ach, ich kann da doch einfach abgeben, oder was? Aber was habe ich denn dann davon? Jetzt hast du das bekommen und nun? Wofür war das Ganze jetzt? Verstehe ich nicht. Ah. Toll, ich renn alles nochmal ab. Für nix und wieder nix. Typ C Batterie erworben. Okay. Was haben wir hier denn Feines? Der Schlüssel zum Klaviersitz erworben. Jetzt muss ich wieder zurück. Der zusätzliche Schlüssel zum Klavierstuhl wird dem Okkultismus-Club anvertraut, nur für den Fall. Okay. Also jetzt alles, was ich gerade gelaufen bin, wieder zurück. Wo war denn das Klavierzimmer? Musikraum Etage 3. Und wieder durch den langen Gang, langen Gang, langen Gang und wieder durch den langen Gang müssen wir. Mit der summenden Stimme, summenden Stimme, mit der summenden Stimme, die irgendjemand abschlachtet.
Hallo, it's me. What geht? Gleich auf Etage 3. Folterraum. Was haben wir denn jetzt hier drin?역시 내 예상이 맞았어. Was hat sie denn erwartet? Da gibt es jetzt keine weiteren Infos. Ach, okay, also, warte mal. Ja, okay. Was haben wir denn hier? Je mehr ich über die Geheimnisse der Schule herausfinde, desto größer wird meine Angst. Die Barriere der fünf Kreise innerhalb der Schule. Fünf Schüler haben ihr Leben verloren. Es war weder Selbstmord noch ein Unfall, sondern Mord. Und es gibt noch mehr, was ich vom Schulleiter gehört habe. All das war für ein großes Erweckungsritual. Die Barriere der fünf Kreise und der Tod der Schüler. Warum werden sie für dieses Erweckungsritual gebraucht, von dem der Direktor sprach? Jetzt setzt mich die Stiftung unter Druck, die Forschung zur Wiederbelebung von Song A einzustellen, die tragischerweise durch das Feuer im Hauswirtschaftsraum ums Leben kam. Bei meinen eigenen Nachforschungen in der Stiftung habe ich herausgefunden, dass die fünf Kreise etwas mit dem Wiederbelebungsritual zu tun haben. Jetzt habe ich gesehen, dass der Direktor in der Bibliothek in der dritten Etage des geschlossenen Hauptgebäudes 1 herumlungert. Soll ich mir das mal ansehen? Der Direktor ist doch auch irgendwie ein Geist wahrscheinlich. Der sah doch auch schon ganz komisch aus. Dass der Direktor in der Bibliothek in der dritten Etage Hauptgebäude 1 herumlauert. Herumlungert. Bibliothek, dritte Etage. Ich schreibe mir das mal auf. Dritte Etage, Direktor. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Wahrscheinlich nicht, weil ich vermute mal, dass es der Weg so oder so dahin führen wird. Ein Schlüssel für den Korridor 4. Ein Schlüssel öffnet das Schloss des Ganges im vierten Stock des Hauptgebäudes 2. Auf dem Namensschild steht Hauptgebäude 2, 4, Stock Durchgang. Ey, ich komme halt auch gar nicht damit klar, dass jetzt hier die Gebäude so einen Namen haben. Das hatten wir vorher nicht. Es gab das neue Gebäude und das alte Gebäude. Jetzt ist halt die Frage, wo denn? Wo bringt mich das hin? Also Hauptgebäude dann wahrscheinlich hier. Weil Nebengebäude war doch dann das neue Gebäude, oder? Ach, ich habe keinen Plan. Im vierten Stock des Hauptgebäudes. Also, ich gucke jetzt einfach mal hier im vierten Stock. Entschuldigt. Sollte mich das hier im vierten Stock nicht weiterbringen, muss ich wieder in den Anbau zurück. Ja, such dir Freunde, du gackerndes Gör. Ich hier schon vorher rein? Ja. Ah, okay. Tschüss. Aha. Hier brauche ich jetzt bestimmt den roten Talisman. Nein. Den weiß. Den Ge Okay. Ich brauche die also öfter. Interessant. Ich muss kurz mal gucken. Hier war ich vorher, glaube ich, noch nicht.
Doch, Fahrradclub war ich schon. Okay, also konnte ich jetzt hier einmal rumlaufen. Gut. Jetzt hat sich ja einfach nur ein zusätzlicher Weg geöffnet, aber das hier ist, glaube ich, komplett neu. Hoffe ich zumindest. Das bringt mich zum Theaterclub. Verschiedene Räume. Kleines Auditorium. War ich in dem Auditorium nicht schon? Hallo. Da hinten ist auf jeden Fall eine Barriere, da war ich noch nicht. Was geht ab, Leute? Habe das Gefühl trotzdem, dass ich... Das juckt sie nicht. Moment mal, können wir bitte darüber reden? Ich habe jetzt alle meine Filme wegen dir verschossen. Du bist gemein. Ich hasse dich. Tit ist ihr scheißegal. Ja, da will ich noch nicht durch, weil ich mich hier halt erst umgucken will. Verdammt. Aber ist nicht schlimm, es hatte ja hier eh jetzt gespeichert. Hoffe ich. Alles andere wäre echt doof. Was? Ich muss den ganzen Weg nochmal laufen. Schweinerei! Ja gut, so schlimm war es ja nicht. Glaube ich. Hallo? Ne, es war ja nur eine Etage hoch. Also das geht schon. Laufen, 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 laufen. Ich vermute mal, fast in den Räumen gibt es eh nichts wirklich. Zumindest habe ich jetzt auf den ersten Blick nichts gesehen. Aber ich würde mich halt gerne in Ruhe umgucken. Alles kann wichtig sein. Wie oft habe ich das jetzt schon aufgemacht? Ist doch immer wieder dasselbe. So, und jetzt gucken wir mal ganz in Ruhe. Ja gut, hier war ja, glaube ich, nichts. Hier ist anscheinend auch nichts. Da kommt sie schon wieder und nervt mich so sehr. Oh nein! Okay, ich werde jetzt durchrennen, weil, ja, ich werde es einfach tun. Aua! Sie hat mich geschlagen, habt ihr das gesehen? Kann ich mich auf der Toilette verstecken? Die nervt mir.